Also für uns Glarner ist Pfarrzfeier sicher ein Symbol für, ja, für einen Widerstandsgeist. Für einen Widerstandsgeist, den die Glarnerinnen und Glarner damals aufgebracht haben. Dann sicher auch ein Symbol für den Freiheitswillen. Nur schwer können wir uns vorstellen, wie auf diesem Gelände, das wir einträchtig miteinander abschreiten, vor 628 Jahren die Schlacht tobte, jene Schlacht, in der 600 todesmutige Bauern den Kampf gegen 6000 Mann, Ritter und Volk ausgetragen hatten. Für einen mittelalterlichen Mensch ist es ganz eine schlimme Vorstellung, dass er ohne Sterbesakrament zu empfangen stirbt. Und in einer Schlacht kommt eben der Tod manchmal sehr plötzlich. Also muss man für die verlorenen Seelen noch beten, im Nachhinein. Und durch das entstehen die Schlachtjahrzeiten. Das heisst, man dort jedes Jahr der Schlacht gedenken und dort damit für die Seelen der Verstorbenen, natürlich nur von der eigenen, bitten. Und was erfahrt ist, aus dem entstanden. Also die Schlachtjahrzeiten, die gibt es bei all diesen Schlachten. Und bei der Schlacht bei Nevels hat das einfach bis in heutigen Tag überlebt. Mir scheint, dass die Nevels Schlachtfeier einem ganz spezifischen Bedürfnis entgegenkommt. Ein Ereignis so zu wiederholen, damit man selber daran teilnehmen kann. Es ist eine geträumte Reise zurück in die Vergangenheit. Und wenn man sich die Kostüme der Nevelser Schlachtfeier genau anschaut, stellt man ja fest, diese Vergangenheit hat mit dem Mittelalter sehr viel weniger zu tun als mit den Kostümen aus der Zeit des frühen 19. Jahrhunderts, als die Schlachtfeier ja zum ersten Mal wieder gemacht worden ist. Nicht zuletzt deswegen, um den Konflikt zwischen Glarner Katholiken und Glarner Reformierten einzudämmern unter Berufung auf eine gemeinsame, weit zurückliegende, heroische Vergangenheit. Man macht sich vielleicht zu wenig Gedanken im Alltag, wie privilegiert wir das da eigentlich haben. Und umso wichtiger sind solche Anlässe wie eine Pfarrzfeier, wo man sich daran erinnern kann, dass wir ähnliche Situationen auch bei uns gekannt haben, die zwar ein Zeitchen zurück sind. Und wie wichtig das eigentlich ist, dass wir bestrebt sind, der Frieden, noch nicht da bei uns, sondern generell auf der Welt, dass wir da bestrebt sein müssen, dass es in allen Regionen Frieden gibt.